Hi Leute, herzlich willkommen zum Let's Play vom Spiel Satisfactory. Ja, wie man hier sieht, es ist wieder Nacht, aber es macht gleich gar nichts, weil jetzt schauen wir einfach mal hier in den Kalender rein und das ist die Tageszeit auch völlig egal, denn gestern war der 24.12. Heute ist der 25. Heute ist der 24. war gestern. Was? Emote? Freigeschaltet? Fingerpistolen? Echt jetzt? Sekunde. Wo ist die Fingerpistole? Ah, Sekunde. Nehmen wir nur mal das Jetpack. So, probieren wir es nochmal. Ah, okay. Genial. Okay, gefällt mir. Und 25 haben wir hier. Was ist da drin? Du hast freigeschaltet. Ausrüstung, Feuerwerk. Okay, das war schon wieder. Ausrüstung, Feuerwerk. Kannst du in der Ausrüstungswerkstatt? Halt nicht Ausrüstung. Entschuldigung. Ausrüstungswerkstatt haben wir anders. Ja, egal, wir stellen wahrscheinlich daher. Ausrüstungswerkstatt. Suchen wir hier nach Feuerwerk. Süßes Feuerwerk. Originelles Feuerwerk. Glitzerndes Feuerwerk. Aha. Okay. Ja, von mir aus. Bis, ja. Okay. Es ist nicht so meins, aber nettes Gimmick. Ja. Ich würde mal sagen, ich gehe mal jetzt auf die Baustelle weiter. Ich gehe jetzt auf die Baustelle, wo ich meine Gummifertigung für die PC-Fabrik aufbaue, beziehungsweise werde ich euch nur mal ganz kurz erklären, warum ich das Rezept oder die Herstellungsweise, sage ich mal, ein bisschen geändert habe, wo der Vorteil ist und der Nachteil, und ja, das seht ihr gleich nach einem kurzen Cut. So, schon bin ich hier bei meiner kleinen Baustelle für die Gummiproduktion angekommen. Und ich will euch schon was zeigen und es auch nicht verheimlichen. Und zwar, ich mag Züge. Nee, ja, man sieht hier, es stehen drei meiner Bauzüge und wie man auch hier sieht, jede Menge Kisten mit Sachen drin. Ich habe schon ein bisschen was rausgelöscht. Hier zum Beispiel löschen, brauchen wir nicht. Hier. Weihnachtszweige brauchen auch nicht, kann alles weg. Schnee brauchen auch nicht, kann alles weg. Hier noch mehr Zeug, lösche alles offscreen. Ja, weil Weihnachten ist ja schon vorbei und wie man hier sieht, hier fehlt jetzt ein bisschen was. Und zwar hier war ja das Fixmessdorf halt komplett gelöscht mit einem Satisfactory Kalkulator. Deswegen heißt auch dieser halt Spielstand. Ja, genau hier, Kalkulator. Genau, wir dann gleich löschen. Und ja. Ich werde auch hier die ganzen Ressourcen wiederverwenden. Also, ja, okay, das ist nicht unbedingt. Die ganze Christbaumkugeln und Geschenke braucht kein Mensch. Also, das ganze andere Zeug. Okay, das nicht. Das zum Beispiel oder hier Beton und das andere Zeug. Kann man alles gut gebrauchen. Genau, und ja, jetzt geht es um die zwei Fertigkeitsvarianten, nenne ich es mal, für die Gummiproduktion. Und zwar einerseits das Rezept, was ich zuerst ausgewählt hatte. Aber jetzt hatte ich ja gleich schon mal. Habe ich in Discord habe ich es geschrieben. Genau, in Discord war das. Ich hatte ja schon alles voller Raffinerien, komplett. Habe es dann wieder abgerissen, weil ich gemerkt habe, hoppla, ein anderes Rezept ist besser und habe alles wieder. Einerseits habe ich hier im Inventar einiges und der Rest ist hier, glaube ich, in dem Bauzug, in den ersten zwei Waggons oder ist der Bauzug? Ja, schon alle gleich aus, deswegen ist auch egal, welcher Bauzug das war. Genau. Erste Variante war, ich habe direkt
Gummi produziert. Ich will ja Gummi haben, letztendlich. 1630 Gummi brauche ich ja letztendlich. Und ich habe, also mein Fehler war, ich habe direkt das Rezept genommen. Ich habe Gummi direkt aus Rohöl produziert. Und mit dem Schweröl. Und genau, das Schweröl habe ich dann umgewandelt. Sekunde, mal kurz nachschauen. In Treibstoff. Genau, wird das Rezept. Schweröl und verpacktes Wasser. Er gibt den verpackten Treibstoff. Den verpackten Treibstoff hat er dann logischerweise wieder ausgepackt, aber da ändert sich an der Menge nichts. Also 60 Einheiten verpackter Treibstoff ist auch 60 Einheiten normaler Treibstoff. Genau, den Treibstoff habe ich dann einmal aufgesplittet. Einerseits habe ich aus Treibstoff und nochmal neuen Öl, neuen Rohöl logischerweise, habe ich dann genau das Rezept genommen. Gummi und Treibstoff ergibt dann Kunststoff. Und wiederum mit einem anderen Öl habe ich nochmal Kunststoff produziert und der andere Kunststoff mit dem Kunststoff zusammen plus der restliche Treibstoff, der noch übrig war, war dann das Rezept. War dann der Gummi oder das Rezept. Okay, es hat funktioniert. Letztendlich bin ich auch auf 1630 Einheiten in Gummi gekommen, brauchte aber 1261 Einheiten Öl. Und was er noch brauchte, das waren insgesamt dann 10 Bauabschnitte. Das ist nicht so wichtig, aber für mich ist wichtig, 10 Bauabschnitte oder 10 Kapitel oder wie man es nennt. Und 84 Raffinerien und 28 Verpacker. Oder Endpacker, Verpacker, ja, ist das gleiche. Genau. Und das neue Rezept oder das bessere Rezept hat, bin dem Maß gekommen, Entschuldigung. Bei dem besseren Rezept habe ich direkt Kunststoff produziert. Das war das Rezept. Habe ja aus Rohöl Kunststoff produziert. Und Schweröl. Ihr sagt sie wahrscheinlich, hä, wieso Kunststoff? Du willst doch Gummi haben. Ja, eins nach dem anderen. Denn das passt ja wirklich sehr, sehr gut. Weil ich habe insgesamt bei nur 1224 Einheiten Öl, also ungefähr, ja, was sind das? 35, 37 Einheiten weniger Öl. Okay, hört sich jetzt nicht viel an, aber es sind immerhin 37 Einheiten Öl oder 37 Kubikmeter. Brauche dafür insgesamt nur 8 Bauabschnitte und 82 Raffinerien. Und ja, Verpacker 28 sind gleich geblieben, da sich nichts geändert. Auf jeden Fall, ich mache hier das Rezept. Mache hier dann 816 Einheiten Kunststoff insgesamt. Das Schweröl wird dann, wie beim anderen Rezept, was ich auch genannt habe, mit verpacktem Wasser zu dem Treibstoff direkt gemacht, ohne Umwege. Dann habe ich nämlich 816 Einheiten verpackter Treibstoff. Genau, weil sich das dann wieder multipliziert. Also hier habe ich 30, ergibt 60. Genau, durch das Wasser wird das Ganze verdünnt, logischerweise bekomme ich mehr Treibstoff raus, als ich schwer reingesteckt habe. Dann letztendlich habe ich auch dann nicht 60 Einheiten verpackter Treibstoff, sondern 60 Einheiten normaler Treibstoff, wenn es dann ausgepackt ist. Und dementsprechend habe ich dann 816 Einheiten Treibstoff. Und ich nehme dann, Sekunde, das Rezept. Dabei exakt gleich viel. 30 Einheiten Kunststoff, 30 Einheiten Treibstoff. Vorher mir 816 Einheiten Kunststoff gehabt und 816 Einheiten Treibstoff ergibt komplett, ja, kann man sich ausrechnen, 816 geteilt durch mal 2 sind sogar 1600 32 Einheiten Gummi. Letztendlich bei plus, also ich schreibe es mal hin, 1632 oder kann man 816 mal 2, 1632, genau, 1632 minus 1000, hoppla, 1620 ergibt einen Überschuss von 12. Ich habe drei Waggons oder vier, nee, drei sind es, glaube ich. Drei, genau. Dann habe ich pro Waggon 4 Einheiten mehr.
Ist es nicht viel, aber kann auf Dauer doch ganz schön viel ausmachen. Genau, und an den Rezept werden wir uns hier orientieren und letztendlich hier meine ganze Produktion so aufbauen. Letztendlich, wenn man Gummi braucht, hier von der Raffinerie, dann muss man erst Kunststoff produzieren. Und aus den überschüssigen Schwerölrückständen macht man Treibstoff. Oder Kunststoff und Treibstoff zusammen ergibt dann wieder Gummi. Also man muss genau das Gegenteilige produzieren, was man eigentlich haben will. Also wenn ich jetzt Gummi haben will, muss ich erst Kunststoff produzieren. Aber umgedreht funktioniert es leider nicht ganz. Ich habe es mir ausgerechnet, aber Sekunde, Sekunde. Also wenn man jetzt direkt Gummi produziert, sieht man 20 Einheiten Gummi, 20 Einheiten Schweröl. Hier bei einem Kunststoff waren es 20 Einheiten Kunststoff, 10 Einheiten Schweröl. Das heißt, ich habe dann mehr Treibstoff, bekomme aber dann weniger raus letztendlich. Weil, wenn ich jetzt hier das Rezept habe, Nee, ich kann jetzt auch gerade nicht ganz genau sagen, warum das nicht funktioniert. Ich kann zum Beispiel durchrechnen. Ja, das funktioniert auf jeden Fall nicht, das weiß ich jetzt schon. Obwohl, nee, ich bin mir sicher, ich rechne es einfach mal schnell durch und dann sehen wir uns gleich wieder und dann kann ich euch genau den Grund nennen, warum das andersrum, wenn man jetzt Kunststoff haben will und dafür Gummi erst produziert, warum das nicht funktioniert oder ob das funktioniert oder vielleicht schon oder wie auch immer. Also ein kurzer Cut und bis gleich. So, ich habe das Ganze erstmal durchgerechnet und zwar die Variante für Kunststoff, dass man erst Gummi produziert, das geht sogar. Und zwar richtig gut, also relativ gut. Natürlich wird es noch eine bessere Variante geben mit dem Polymerharz. Also, wenn ich jetzt 1200 Rohöl habe, also ich habe bei dem anderen Rezept, was ich jetzt geplant habe, 1225, habe ich jetzt einfach mal mit 1200 gerechnet, was jetzt einfacher zum Rechnen geht. 1200 Rohöl in 40 Raffinerien ergibt 800 Gummi und 800 Einheiten Schwerölrückstände. Genau, Gummi bleibt Gummi und das Schweröl mache ich dann wieder mit diesem Rezept zu Treibstoff bzw. zu normalen Treibstoff, wenn ich den auspacke. Und dann habe ich das Doppelte logischerweise. Dann habe ich 1600 Einheiten Treibstoff. Ich brauche dann halt brauche das Rezept, genau. Dann habe ich den Kunststoff. Ne, halt, Entschuldigung, falsch. Das Rezept. Genau. Dann habe ich hier den Gummi. Habe ich die 800 Einheiten Gummi plus 800 Einheiten Treibstoff. Dann hätte ich sogar 800 Einheiten Treibstoff noch zusätzlich übrig. Dann würde ich 1600 Einheiten Gummi, nee, Kunststoff, 1600 Einheiten Kunststoff würde ich rausbekommen plus nochmal 800 Einheiten Treibstoff, was ich zusätzlich übrig hätte, wo ich für irgendwas verwenden könnte. Aber ja, ist es glaube ich nicht so mein Favorit. Es gibt eine Variante mit den Polymerharz. Ich weiß aber, ob es das Rezept ist oder das Rezept. Das habe ich auch bei meiner Mega Kunststofffabrik auch angewandt. Schaut einfach mal in die Playlist, da findest du das bestimmte Video, da wird alles nochmal genau erklärt. Ja, es ist ein bisschen komplex, das Ganze, weil ich habe das leider ein bisschen aufgespaltet und da wieder zusammengeführt und wieder aufgespaltet und da zusammengeführt. Dann bekomme ich da, soviel ich weiß, aus 300 Rohöl bekomme ich letztendlich 900 Kunststoff raus. Das ist schon mal ordentlich. Das sieht man auch hier an der Karte. Hier ist meine Kunststofffabrik, genau, hier. Mega Kunststofffabrik. Hier wird Polymerharz angeliefert. Dann hier haben wir hier einmal die 361 Kunststoff plus 540 ergibt zusammen 901 Kunststoff, was ich sogar hier rausbekomme.
Aus 300 Öl. Aus 300 Öl wohlgemerkt. Ja, einfach eine Playlist schauen und dann sieht es auch schon. Und das Video, was ich gerade sehe, ist es gerade wieder ein bisschen lang geworden. Dann würde ich mal sagen, mache ich hier mal einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dann geht es hier endlich ran an den Aufbau hier der Gummiproduktion. Und zwar mit meinem eigentlichen Rezept, mit dem richtigen Rezept. Und ja, dann sehen wir ja, was da letztendlich rauskommt. Das wäre auch dann so Step by Step zeigen, also Schritt für Schritt. Also jeden einzelnen Komplex werde ich erst ankündigen, aufbauen, dann erklären, was ich da genau gemacht habe, den nächsten Bauabschnitt ankündigen, aufbauen, erklären, was ich gebaut habe und so weiter und so weiter. Und damit es auch wirklich nachvollziehbar ist. Das können also ein paar Videos werden. Vielleicht kann es auch ein Video werden oder zwei oder drei oder vier, keine Ahnung. Mal schauen. Also, dann würde ich sagen, genau, hier die Bauzüge warten auch schon, bis sie abgeholt oder bis sie geleert werden, weil sie sind voll. Genau, die Kisten da vorne werde ich auch dementsprechend gleich mal löschen, was ich nicht mehr brauche. So weihnachtstechnisch brauche ich nichts mehr. Das Weihnachtsevent habe ich deaktiviert, wie man sieht. Es kommt hier, ja, wie man sieht, kein Geschenk mehr runter. Ist auch gut so. Auf Dauer wird es ja doch ein bisschen nervig. Also, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, dann sehen wir uns im nächsten Let's Play wieder. Also, macht es gut, bis dann. Ciao.